Hallo und willkommen bei Assassin's Creed 4. Ja, wir versuchen mal ein weiteres Mal hier in diese Festung zu kommen, ohne entdeckt zu werden. Und ja, das möchte ich euch hier zeigen und dafür lade, schneide ich das auch so zusammen, dass es passt. Aber gut, das hätten wir schon mal. Jetzt müssen wir die zwei hier noch töten. Stellt gar kein Problem dar, müssen wir einfach hier lang. Und danach sollten wir hier immer nach oben klettern. Allerdings können wir das nur einmal. Das heißt, wir müssen den Weg, den wir schon kennen, noch dort hinten einschlagen. Und ich überlege echt, ob es nicht irgendwie günstiger ist, den Weg hier zu nehmen. Anstelle irgendeines anderen. Den hätten wir dann auch. Da kann man nämlich unter anderem gleich diese Truhe hier plündern. Man kommt, glaube ich, ein bisschen dichter an Torres ran. Und nicht nur das. Wir kriegen auch noch einen kleinen Rundblick über die Küstenverteidigung. Und die Festung hat überall irgendwelche Löcher. Gut, da ist wieder so ein Schummeltyp. Das heißt, wir gehen genau, dankeschön. Kommen sie wieder nämlich weg. Kommt der Typ wieder an den Rand ran. Ist ja auch echt super. Es sieht nicht aus, als ob hier jemand drin ist. Alto! Quiero hablar contigo. Doch? Volvamos a hacerla. Einmal darüber gekickt, kommen wir auch an die letzte Kiste ran. Das ist eher ein Kisten-Tutorial, als wie nehme ich die Festung ein, ohne getarnt zu werden. Gut, gut, dass das ging. Dann können wir jetzt einmal hier nach oben und dann zur Seite klettern. So, Edward. Dann zeig uns mal, was du Schönes kannst. Permaneced alerta. So. So, damit hätten wir Commander Torres erwischt. Das war's, Torres. Scheiße! Das wieder, hä? Gut, ich glaube, wir gegen ihn. So kann ich dich nicht treffen. Wir sollen zwei menschliche Schilder nehmen? Zwei Wachen als menschliche Schilder benutzen, okay. Und wenn ich dich erschieße? Lad mal deine Waffe nach, genau. Du bist zu geschickt für einen Schwertkampf. Das kriegen wir doch auch hin, auch wenn er... Wenn wir ihn als Schwertkampf... Doch du bist sicher nicht immun gegen Kugeln. Tienes asuntos urgentes que atender.
hübsches Kerlchen aus der Nähe. Gegen Kugeln kannst du nichts ausrichten. Okay, das funktioniert auf jeden Fall schon mal nicht. Warum schießt der denn nicht? Hallo. So kann ich dich nicht treffen. Ja, ja, ich bin. Du bist sicher nicht immun gegen Kugeln. Das ist natürlich auch cool, mitten im Kampf einfach mal flüchten. Wahrscheinlich wird das aber eh gleich so die... Du bist zu geschickt für einen Schwertkampf. Und wenn ich dich erschieße? Oh. Tja. Hopp! Ah, das war natürlich jetzt richtig clever von mir, hier runter zu springen und mich zu verletzen. Hübsches Kerlchen aus der Nähe. Gegen Kugeln kannst du nichts ausrichten. Ich stehe doch genau hinter ihm. Da kommt noch ein ganzer Haufen angerannt von oben. Lo tengo justo en la mira. Ja, 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 hier, komm. Nicht mal die Option zum Kontern kriegt man hier. Ja, 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 ja. Daneben. Tschüss. Wir müssen mal nach oben, ansonsten kriegen wir keine Schutzschilde mehr. Na komm, schieß auf mich. Kann der nicht mal einmal auf mich schießen? Damit haben wir noch ein menschliches Schild benutzt. Gut. Eins hätten wir genutzt. Das Ding ist... Wir brauchen mehr menschliche Schilde. Und hier gibt's keine mehr. Was kann man da tun? Nicht zu weit vom Ziel entfernen. Toller Typ. Der Typ weiß einfach nur nicht, wo ich bin. Der ist einfach nur unfähig.
Ja, irgendwie habe ich das mit den Wachen, glaube ich, ein bisschen verkackt. Ach, da bist du ja! Daneben! Ja, ja, tschüss! Wir laufen mal... So. Ach, die Wachen können ja gar nicht rein, weil die ganzen Tore hier zu sind. Das ist doof. Ja, dann... Das will ich jetzt ja auch schon ordentlich machen hier. So, hier, Kampf gegen den... Das erste menschliche Schild. So. Hübsches Kerlchen aus der Nähe. Und wenn ich dich erschieße? Doch du bist sicher nicht immun gegen Kugel. Hopp. Und tschüss. Wir sammeln jetzt noch ein bisschen Kanonenfutter. Und tschüss! Hallo! Nein, da ist niemand. Das war keine gute Idee. Oh Mann. Ich glaube, wir hatten gerade Glück, dass er uns nicht getroffen hat. Wir brauchen ein paar Leben und noch eine Wache hier unten. So. Ja, komm mal mit. Los. Hopp. Dankeschön. Das ist natürlich jetzt richtig doof, weil er extra so lange gebraucht hat zum Landen. Achso, er kann auch mal schnell schießen. So, das ist das letzte menschliche Schild. So. Endlich ist der Typ tot. Würde ich gern deine Version hören. Einst hast du mich besiegt. Das war mir eine Lehre und ich habe mich gebessert. Stirb im Wissen, dass du trotz unserer Feindschaft aus einem Halunken einen Soldaten gemacht hast. Mögest du ewigen Frieden finden. Unten bei den Toten. Hm, das hat er erst zwei Leuten gewünscht und er hat schon einige gekillt. Wow. Okay, es scheint, als sei
hier ein wenig was ausgebrochen. Und zwar eine Krankheit von vielen, vielen bösen Soldaten, die uns suchen. Finde ich jetzt mal nicht so cool. Aus dem Winkel kommen und verstecken. Das sollen wir doch schaffen. Und wie sollen wir bitte aus dem Gebiet entkommen? Okay, nachdem er hier ewig braucht, bis er sich hochgeklettert ist, wurden wir natürlich mal endlich entdeckt und konnten gerade noch verflüchten. Finde ich uncool. Muss ich mir sagen. Also ich finde das irgendwie nicht so lustig und nicht so cool, dass wir hier gerade noch so flüchten können, müssen, sollen, werden. Platsch! Nein, beim Gewitter schwimmen gehen ist ja auch immer so eine Sache. Die wissen doch gar nicht, wo ich bin. Das sind mir so ein paar Söhne, ey. So. Achso, das Assassinenbüro erreicht. Oh Gott. Also doch noch, wo alles sind. Ja. Gut, wir müssen nochmal durch die halbe Stadt, nicht zum Schiff. Ja, und jetzt haben wir auch unsere zwei Seemeier, ey. Erreicht. Na komm schon. Achso, da geht's. Sollen wir eben. Eine Katze. Hallo. Hallo, Kitty. Alpo. Es Knavo. Sparo, claro. Claro. Also was? Para, tengo una pregunta. No nos engañarás con eso. No lo pienso perder. So, der wäre weg und wir haben nur noch 100 Meter vor uns. Das heißt, der springt hier so lang. Oh, wir begrüßen noch ein paar weitere Gegner. Juhu. So, einmal hier entlang. Von Mauer zu. Wir hörten, dass Torres die Stadt verließ. Wen habt ihr verfolgt? Auf dem Gefäß stand Torres. Es enthielt aber das Blut seines Sekundanten. Wo ist er hin? Am Morgen verließ er den Hafen. Westlich, entlang der Küste. Das Observatorium. Folgen wir ihm? Benachrichtigt Atabai. Torres sitzt in der Falle. Tja, das ist doch schön. Ja, und wir haben 100%. Ich bedanke mich und sage bis zum nächsten Mal bei Assassin's Creed 4. Tschüss.